Hallo Leute, ich habe heute den Drogerie- bzw. Drugstore-Tag getaggt, wurde ich von dem Kanal Lebensgefühle. Ich verlinke sie euch mal in der Infobox, klickt euch auch bei ihr rein, die freut sich bestimmt über neue Zuschauer. Und ich dachte mir einfach, der Tag interessiert euch sehr, da es einfach rund um die Drogerie geht, was ich gut finde, was nicht so gut ist, was ist gehypt und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit Frage 1. Die erste Frage ist, welche ist deine Drogerie-Lieblingsmarke? Und da musste ich wirklich ein bisschen überlegen und ein bisschen gucken, von was habe ich denn wirklich am meisten. Und es hat sich einfach rauskristallisiert, dass es Essence und Catrice ist. Catrice aber noch so ein bisschen die Nase vorne hat, weil ich da halt auch gute Gesichtsprodukte finde, Foundations und so, was ich jetzt bei Essence nicht so gut finde. Und deswegen Catrice. Frage Nummer 2 ist, nenne dein liebstes Gesichts-, Lippen- und Wangenprodukt. Und beim Gesicht ist es von Garnier die BB Cream. Das ist diese breitere für trockene Haut. Und die mag ich total gerne, weil sie einfach nur eine leichte Deckkraft hat, den Turn ein bisschen ausgleicht, Rötungen mildert, aber eben nicht so super kletschig ist wie so eine Foundation, die wirklich schwer auf dem Gesicht ist. Das ist sie überhaupt nicht und so starke Deckkraft brauche ich einfach nicht im Alltag und ich bin einfach kein Foundation-Fan. Und die kostet 10 Euro. Ich habe sie mir schon dreimal nachgekauft. Die ist jetzt wieder fast leer und ich werde sie mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Das Wangenprodukt habe ich auch schon mal in die Kamera gehalten. Und zwar ist das Tom P2 aus der Catch the Glow LE. Das Blush in der Farbe 010 Beat Beauty. Das ist ein peachiger Blush, der aber ganz viel goldenen Schimmer enthalten hat und so ein bisschen ein Dupe ist zum Rose Gold Blush von Sleek oder von NARS Orgasm. Also das ist alles so die gleiche Familie, würde ich sagen. Und der ist einfach toll, weil der super viel Glow auf die Wangen zaubert, ohne dass ihr noch einen zusätzlichen Highlighter braucht. Das funktioniert einfach alles mit dem Blush alleine und ihr seht sehr, sehr frisch aus und glowy und gesund. Beim Lippenprodukt musste ich lange überlegen, weil ich habe wirklich eigentlich alle Lippenprodukte, die ich habe, sind aus der Drogerie und ich mag fast alle sehr, sehr gerne. Aber ich habe mich dann doch für eins entschieden, wo es mir wirklich richtig wehtut, dass es bald leer ist, weil es es auch nicht mehr gibt. Das ist aus der Catrice LE Spectacular, glaube ich hieß die. Und das ist die Farbe 1002 Revel the Red. Und das ist so ein pinker Lippenstift, der sehr, sehr krass aussieht, aber super schier ist. Und ich liebe ja schiere Lippenstifte. Aber der hat so eine besonders tolle Konsistenz, denn er ist sehr glossy, hat eben leicht so eine pinke Farbabgabe und ja, ich verkriecht gar nicht in die Fältchen und das machen ja oft auch schiere Lippenstifte oder dass sie irgendwie nicht glossig genug sind. Und der ist so angenehm und der ist so flutschig auf den Lippen. Ich liebe das total, ist total der Pflegestift gleichzeitig. Aber da es eine LE war, kann ich ihn natürlich nicht nachkaufen und bei jeder LE, die Catrice rausbringt, gucke ich schon, ob sowas ähnliches dabei ist. Aber ich muss sagen, Catrice hat nie wieder einen Lippenstift mit dieser Konsistenz rausgebracht. Leider. Als nächstes geht es darum, welches das schlechteste Drogerieprodukt ist und das ist mir wirklich schwer gefallen, denn ich bin jemand, ich lese halt 1000 Reviews, bevor ich mir was kaufe oder swatch total oft im Laden und lande da wirklich eher selten einen Flop. Und das, was ich euch jetzt zeige, ist auch nicht wirklich super schlecht, aber das ist nämlich hier von Manhattan der Eyemazing Liner in so einer blauen Farbe. Das ist die Farbe 77L Blueless und ich hatte so einen auch schon von Catrice in der gleichen blauen Farbe. Und da meine ich nämlich alle blauen Eyeliner, die ich bisher in der Drogerie getestet habe, denn sie sind toll von der Farbabgabe und ich liebe so einen blauen Eyelinerstrich, aber sie sind alle super schlecht im Entfernen. Die hinterlassen einen Stain, obwohl ich mit wasserfestem Make-up-Entferner rangehe und ich habe am nächsten Tag immer noch einen leichten blauen Lidstrich und das geht halt für mich gar nicht. Ich will am Abend mein Make-up komplett entfernen können und es ist okay, wenn es mal komplizierter ist, aber das kriege ich halt gar nicht ab. Und deswegen ist das für mich so das schlechteste Drogerieprodukt und ich verstehe nicht ganz, wo das Problem daran liegt, einen guten blauen Eyeliner herzustellen, der aber sich leicht entfernen lässt. Also das ist, verstehe ich noch nicht so ganz und finde ich sehr schade. Jetzt geht es um das beste Schnäppchen und das habe ich so vor circa 2 Monaten bei Rossmann gemacht. Meine Lieblingsmascara ist ja von Masterpiece Max. Die Mascara von Max Factor, die benutze ich seit, ich glaube, 6, 7 Jahren schon, also richtig lange. Ich benutze fast keine andere. Und die kostet ja 12 Euro, ein stolzer Preis. Aber bei Rossmann habe ich eben letztens ein Doppelpack für 12 Euro erwischt. Also das fand ich richtig klasse, denn so kostet jede Mascara nur 6 Euro. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass da eben auch meine Lieblingsmascara dabei war. Da gab es ganz verschiedene. Und das ist so das beste Schnäppchen, das ich bisher gemacht habe. Als nächstes geht es darum, dass ich euch ein Produkt vorstellen soll, das wenig bekannt ist, aber sehr, sehr gut ist. Und da habe ich mich entschieden
für das Augenbrauengel von Reval de Loup, das heißt Style and Care Gel Mascara. Und das ist das beste Augenbrauengel, das ich in der Drogerie getestet habe. Ich hatte das von Essence, von Catrice, von Alverde. Die fand ich alle in Ordnung, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie meine Augenbrauen wirklich an Ort und Stelle halten. Und meine Augenbrauen sind ja eh so ein bisschen ein Problemfall, deswegen brauche ich was, was gut fixiert. Und das fixiert wirklich sehr, sehr gut. Man merkt auch, dass man was drauf hat. Also das Gefühl muss man halt mögen oder abkönnen. Ich kann das ab, dafür hält halt alles gut den ganzen Tag. Ist nicht teuer, kostet ca. 3 Euro und kann ich sehr empfehlen. In der nächsten Frage geht es darum, welches Drogerieprodukt überteuert ist. Und das ist für mich von Maybelline der Instant Anti-Age Effekt, der Löscherauge. Also der Concealer, den glaube ich viele kennen und der sehr, sehr gehypt ist. Und ich finde ihn auch wirklich gut. Vor allem, weil man ihn auch im Gesicht großflächiger auftragen kann. Wenn man so ist wie ich, jemand, der keine Foundation mag, dann kann man damit einfach großflächig mal Rötungen abdecken. Ich finde ihn gut, aber er kostet 11 Euro. Also je nachdem, ob ihr bei Müller oder DM oder so kauft, ich finde das schon echt teuer und ist nicht mehr weit weg zu einem High-End-Concealer. Deswegen ist das für mich ein überteuertes Produkt. Als nächstes geht es darum, dass ich euch mein bestes Drogerie-Dupe zeigen soll. Und da zeige ich euch erstmal eins, das es zwar leider so in der Drogerie nicht mehr gibt, aus welchen Gründen auch immer Catrice das aus dem Sortiment genommen hat. Aber man findet es auf Kleiderkreisel immer sehr, sehr günstig auch. Und das ist von Catrice der Lidschatten in der Farbe Common Chameleon. Und das ist ein Dupe zum MAC Lidschatten Club. Und ich finde den richtig toll. Also das ist ein tolles Dupe, ein toller Lidschatten. Man kann damit super viel machen. Man kann den einfach alleine aufs ganze Lid auftragen und das macht schon sehr, sehr viel her. Ich habe aber noch ein anderes Dupe für euch und zwar von Alverde, den Rose Tinted Highlighter. Das ist für mich ein Dupe zum Benefit High Beam. Ich habe die beiden mal verglichen im Douglas, habe ich mir den High Beam auf den Handrücken gemacht, danach den hier. Weil ich den High Beam eben nicht besitze. Der Preisunterschied ist enorm, der kostet zwischen 3 und 4 Euro. Der High Beam kostet um die 30 Euro. Das ist so ein krasser Unterschied, deswegen schaut euch auf jeden Fall den hier mal an, wenn ihr ihn irgendwo findet, denn er ist auch immer ausverkauft. Und dann habe ich noch ein drittes Dupe, weil ich Dupes einfach toll finde und euch da viel mit auf den Weg geben wollte, dass für jeden was dabei ist. Und zwar ist es ein Dupe, das ihr auf Amazon bekommt, aber total im Drogerie-Preissegment liegt. Und zwar ist das von V7, der Honolulu Bronzer. So sieht der aus. Und das ist ein total tolles Dupe zum Benefit Hoola Bronzer. Der hier heißt eben Honolulu, der andere Hoola. Auch wieder ein krasser Preisunterschied und der ist, kann wirklich mit dem anderen mithalten. Hat eine tolle Konsistenz. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, wie ich mit dem Bronzer konturiere. Das findet ihr in der Infobox. Und das sind meine drei Dupes für euch. Als nächstes geht es darum, dass ich euch noch ein Produkt zeige, das den Hype nicht verdient. Und das ist für mich von Essence die I Love Stage Eyeshadow Base. Die ist ja wirklich total gehypt und viele finden die ganz toll. Ich habe die von einer Freundin geschenkt bekommen, weil sie eben, glaube ich, auch nicht so gut fand. Sie hat sie mir überlassen und ich habe sie getestet und ich finde sie nicht gut. Also zum einen ist die halt für mich von der Farbe her nicht so toll, weil ich sehr, sehr hell bin. Und ich benutze da lieber von NYX den Milk Pencil, weil der eben weiß ist. Und das passt irgendwie besser als so eine braune Eyeshadow Base für mich. Noch dazu krümelt sie bei mir. Ich finde sie irgendwie zu trocken für meine trockene Haut. Und ja, also es funktioniert für mich nicht. Der Lidschatten sieht darauf krümelig und nicht schön aus. Und deswegen hat die für mich den Hype nicht verdient. Nun geht es darum, dass ich auch ein paar Leute taggen muss und ich tagge die liebe Merna Mariella vom Kanal Merna Mariella. Ich war zusammen mit ihr in der Gruppe von Rebecca Flöter für den Beauty Blogster Contest und liebe Merna, ich würde mich super freuen, wenn du mitmachst. Ich weiß, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr High-End-Produkte, aber gerade deswegen würde ich mich sehr über so einen Drogerie-Tag von dir freuen. Ansonsten tagge ich noch die liebe Oh Hello Candy. Sie hat ganz, ganz tolle Videos, hat noch mehr Abonnenten verdient und ich würde mich total freuen, wenn du mitmachst und ihr anderen schaut doch auch mal bei ihr vorbei. Genauso wie bei dem Kanal Le Petit Jet Blog. Ich würde mich total freuen, wenn auch du mitmachst und freue mich auf eure Videoantworten. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mein Video bewertet und auch mir in den Kommentaren da lasst, was euer liebstes Drogerieprodukt ist und euer absoluter Flop in der Drogerie. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!